Ja Freunde, was geht ab? Mein Name ist Alti Buba. Willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal Alti BUBBA. Ich hoffe, euch allen geht's gut da draußen. Viele von euch verfolgen mich schon sehr, sehr lange, seit ungefähr 8 Jahren. Für alle Leute, die mich nach meiner YouTube-Zeit erst entdeckt haben, ich hatte eine sehr, sehr lange, sehr, sehr intensive, wunderschöne, geisteskranke YouTube-Zeit. Deswegen sind auch sehr, sehr viele, die heute mich noch verfolgen oder sehen halt, in Nostalgie von den alten Zeiten, wo ich hier auf YouTube aktiv war. Ich habe hier sehr, sehr viele Videos gemacht, sehr, sehr viele Comedy-Videos. Viele von euch kennen bestimmt noch die 7-Arten-Videos. Vlogs gemacht zu meiner Tanzkarriere oder als ich noch getanzt habe. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit, eine sehr, sehr coole Zeit. Ich glaube auch die coolste Jugend, die man sich vorstellen konnte, zu der damaligen Zeit auf jeden Fall. Jeder wollte YouTube machen, jeder wollte irgendwie so eine Vlogging-Kamera haben und damit durch die Stadt laufen. Und bei mir war es absolut der Fall. Nichts als dankbar bin ich für diese Zeit. Und jetzt sind wir auf einem komplett neuen Kanal und nicht auf meinem alten Kanal. Das Warum erkläre ich eigentlich jetzt. Ich habe das mal vielleicht, glaube ich, ein, zwei Mal angesprochen, aber nie eigentlich von Anfang bis Ende erklärt. Und das mache ich in diesem Video. Ich erkläre euch, wieso keine Videos kam. Zwar ist eigentlich der Grund sehr, sehr simpel. Ich hatte eine große Auseinandersetzung mit YouTube wegen meinem Kanal. Ihr müsst euch vorstellen, 2020 habe ich eine Nachricht erhalten. Ich glaube, ich habe sogar noch die E-Mails, dass ein Video von mir gegen die Community-Richtlinien verstößt. Ich glaube, ihr alle kennt dieses Prozedere, dieses, wenn du einen Strike bekommst, okay. Wenn du zwei Strikes bekommst, okay. Wenn du drei Strikes bekommst, ist es kurz davor, dass dein Kanal gelöscht wird. Dann gibt es auch sozusagen diese Prozedere, dass du eine Woche nichts hochladen kannst. Bla bla bla. Bei mir war das aber der Fall, dass ich gegen die Terror-Community-Richtlinien verstoßen habe. Also gegen Gewalt und Terror, irgendwie so etwas war das. Und ich habe diese Nachricht bekommen und ich war schock. Wie kann es sein, dass irgendein Video gegen die Terror-Richtlinien von YouTube verstoßt? Das kann doch gar nicht sein. Hat sich herausgestellt, es ging zu der Zeit um ein Video, was vor 4 Jahren veröffentlicht worden ist. Sprich, jetzt laut heutigem Stand vor 7 Jahren oder 8 Jahren sogar. Da hatte ich ein Meme eingefügt. Also ich... guck mal, wie bizarr und wie dumm das eigentlich war. Ich habe ein Meme eingefügt von Patrick, wie er auf ein Gebäude fliegt und zwischen den Arschbacken von Patrick war eine Flagge, die, ja, nicht so schön war. Und am Ende des Tages, nur wegen diesem kleinen Ausschnitt, hat es eigentlich meinen ganzen Kanal lahmgelegt. So, jetzt aber wichtig. Als ich das gesehen habe, habe ich direkt reagiert. Ich wollte, hä, Digga, was geht denn ab, Alter? Was läuft? Wieso ist das so? Ich habe dann direkt das Video gelöscht, weil ich mir dachte, okay, lösch das Video und das Problem ist gelöst. Das war der dümmste Fehler, den ich jemals machen konnte. Weil, laut Community-Richtlinien, wenn du einen Strike kassiert hast, vor allem einen Strike wegen den Community-Richtlinien, wegen Videos, da darfst du das Video nicht löschen. Das Video muss da sein, damit es zur Überprüfung beantragt wird, ob ich da wirklich irgendetwas mit Terror-Merror gemacht habe oder sonstiges. Das ist da nicht passiert, weil ich ja das Video dann gelöscht habe. Witzige Story dazu. Ich bin extra nach Kosovo zu dieser Zeit geflogen. Das war Sommer 2020 oder 21, ich weiß nicht mehr so genau. Bin extra nach Kosovo geflogen und habe mir Equipment in, glaube ich, Wert von 2.000 oder 3.000 Euro zusammengestellt, damit ich live streame für 2-3 Wochen. Und als ich mein ganzes Setup aufgebaut habe, habe ich erst da genau in diesem Moment diese E-Mail gesehen. Und das Setup war schon ready, so ich konnte eigentlich loslegen zu streamen. Und am Ende des Tages konnte ich nicht streamen, weil mein ganzer Kanal lahmgelegt worden ist. Jetzt, was bedeutet lahmgelegt? Ich wurde aus dem YouTube-Partnerprogramm gekickt. Als wäre das nicht genug, wurde ich entmonetarisiert. Was bedeuten diese zwei Begriffe? Das Zweite zuerst, weil das ist eigentlich ganz einfach zu checken. Wenn du entmonetarisiert wirst, verdienst du gar kein Geld. Egal in welcher Form, egal in welcher Art, wenn du entmonetarisiert bist, hast du nicht mehr die Möglichkeit, auf YouTube Geld zu verdienen. Das Erste ist aber viel, viel schlimmer. Wenn du aus dem YouTube-Partnerprogramm fliegst, fliegst du eigentlich aus deinem kompletten Algorithmus. YouTuber, die eine gewisse Abonnentenzahl erreicht haben, kommen ins YouTube-Partnerprogramm und genießen dann gewisse Vorteile, wie zum Beispiel tiefere Analytiken über deine Zahlen etc. pp. Du hast oder kannst Kontakt zu YouTube-Support direkt haben sozusagen. Du bist dann halt einfach als Content-Creator ein bisschen höher gestuft. Genauso geht es auch mit deinen Videos, wenn es ums Pitching geht. Pitching bedeutet am Ende des Tages Platzierungen. Warum ist es für mich als YouTuber wichtig, richtig gepitcht zu werden? Aus einem guten Grund. Viele von euch denken ja bestimmt, desto mehr Abonnenten du hast, als YouTuber, TikToker oder sonstiges, desto mehr Reichweite hast du. Das stimmt eigentlich auch im ersten Gedankenzug, aber spätestens ab dem 2., 3., 4., 5., 6. stimmt es gar nicht. Du kannst 2 Millionen Abonnenten haben, sogar auf Instagram, und es gibt ein paar Kandidaten, die über 1 Million Abonnenten haben, aber sobald du deren Statistiken anguckst, sprich Like, Kommentarverhältnis oder allgemeines Engagement, wie viele Leute eigentlich auf deine Seite kommen etc. pp., da sieht man sehr, sehr schnell, dass diese 2 Millionen Abonnenten absolut gar nichts bringt, weil du nicht mehr richtig gepitcht wirst. Pitchen bedeutet im Endeffekt Platzierung deiner neuen Beiträge, deiner neuen YouTube-Videos, deiner TikToks
Und bei TikToks kennen wir alle das Pitch-System. Und zwar ist es die For You, meine Damen und Herren. Jetzt, du kannst auf TikTok 30 Millionen Abonnenten haben. Wenn deine Videos nicht auf die For You kommen, sei dir sicher, du wirst keine 3 Millionen Views machen. Nein, du wirst sehr, sehr viel weniger machen. Dementsprechend ist es sehr, sehr wichtig für einen Content-Creator, wie bei mir in dem Falle, dass ich richtig gepitcht werde. Weil am Ende des Tages sind sehr, sehr viele unter euch, die mich gar nicht abonnieren oder die gar nicht jemals vorhatten, mich zu abonnieren, die aber trotz dessen meine Videos aktiv verfolgt haben, nur weil ich bei denen gepitcht worden bin. Und zwar kommt es dann in das Algorithmus-System des Pitchen. Das Algorithmus-System ist wie so ein Kreis, Leute. Das könnt ihr euch so vorstellen. Und ihr seid der Kreis. Ihr entscheidet, wie der Kreis läuft. Zum Beispiel, es gibt einen, der ist Boxer und der schaut die ganze Zeit Box-Videos, okay? Dann bekommt er auch irgendwann Werbung wegen Boxen etc. pp. Es läuft, es ist immer ein Kreis. Boxen, 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 Boxen. So, und er hat immer einen Kanal, was er sich anschaut, und zwar Altins Box Gym. So heißt jetzt mein Kanal. Er hat mich nicht abonniert, aber immer wenn ich ein neues Video hochlade, werde ich immer bei ihm zuerst gepitcht, weil er meinen Kanal immer aktiv schaut. Er liebt Boxen, ich bin ein Boxing-Kanal. Es ist sozusagen ein Ist-Gleich, dass er auf mein Video klickt und eine sehr, sehr lange Watchtime generiert. Watchtime ist sozusagen, wie lange du ein Video anguckst. Dementsprechend pitcht YouTube, wenn ich ein Video auf Altins Box-Gym hochlade, direkt bei dem Typen, dessen Box-Videos er die ganze Zeit guckt. Jetzt. Sobald du aber aus dem YouTube-Partnerprogramm draußen bist, werde ich nicht mehr gepitcht. Bei Abonnenten und bei Nicht-Abonnenten. Meine Videos werden nicht mehr vorgeschlagen. Sprich, der Bruder, der die ganze Zeit hier diese Box-Videos guckt, sieht mich auf einmal nicht mehr. Er müsste, wenn, dann nach mir suchen oder er müsste direkt über einen meiner Social-Media-Kanäle auf den Link klicken, damit er überhaupt zu meinem Kanal oder zu meinen Videos kommt. Jetzt erstmal denkt man sich, okay, das ist jetzt nichts übertrieben Schlimmes, weil wenn du großes Engagement hast oder große Abonnentenzahl, dann schauen die Leute deine Videos. Das stimmt nicht, Freunde. Vielleicht in der ersten Zeitperiode von 1 bis 2 Monaten, aber langfristig gesehen absolut nicht. Und wenn du einmal aus dem YouTube-Partnerprogramm draußen bist, sei dir sicher, mein Bruder, dein Kanal wird früher oder später ausgelöscht sein. Als ich die Nachricht bekommen habe, habe ich das natürlich sehr schnell nicht eingesehen und habe alles eingeschalten, was man einschalten konnte. Ich rede von YouTube selber kontaktiert, ich rede von Anwälten, ich rede von Gewerkschaften, die sich genau auf so etwas spezialisieren. Ich habe später noch es geschafft, das Video zu reanimieren und habe es versucht, YouTube zu schicken, damit sie es für die Überprüfung haben. Das hat sich alles 1, 2, 3 Jahre gezogen. Bis zu diesem Zeitpunkt jetzt, wo es eine Reform gab, der YouTube-Richtlinien, dementsprechend auch eine Reform für alle Leute, die aus dem YouTube-Partnerprogramm rausgeworfen worden sind, dass sie einen Test belegen, und den Test habe ich belegt und habe ich auch bestanden. Worum geht es beim Test? Im Test wird einfach sozusagen, kriegst du halt Fragen gestellt über die Community-Richtlinien. Das sind so XY-Fragen. Hey, darf Alti in einem Video machen, wo er eine Recherche über die und die Thematik macht? Und dann steht da unten, ja, darf er. Nein, darf er nicht, weil das verstößt gegen die Community-Richtlinien. So einfach, so simpel ist der Test. Den habe ich auch bestanden. Und sobald er bestanden wird, wird er korrigiert. Also schaut, ob ich ihn alles richtig gemacht habe oder nicht. Wenn ich alles richtig gemacht habe, entbannen sie eigentlich in den meisten Fällen den Kanal. Oder es kommt in eine 60-tägige Stillphase. Ich kann nichts auf den Kanal hochladen oder sonstiges. Mein Kanal wird komplett überprüft von oben bis unten. Das habe ich gemacht. Die Frist ist abgelaufen und mein Kanal ist immer noch am selben Punkt wie davor. Das war sozusagen die Kurzerklärung in der Hinsicht, was da eigentlich damals passiert ist. Viele von euch haben mich gefragt, warum ich eigentlich auf TikTok übergestiegen bin oder ob ich, mit YouTube aufgehört habe, weil sich TikTok einfach viel, viel mehr lohnt oder Instagram. Nein, alles nicht. Ich habe YouTube am meisten geliebt zu machen, weil am Ende des Tages geht da die beste Qualität rein an Content machen. Also sprich, da kannst du es am besten widerspiegeln. Weil bei TikTok und Instagram ist es am Ende des Tages Fotos oder kurze Videos mit dem Handy aufnehmen. Ich küsse eure Herzen. Bei YouTube war das immer so ein Ding, da wurde ich immer gechallenged. So mit den Aufnahmen, mit dem Schneiden, weil ich ja alles immer selber gemacht habe. Ich habe alle meine Videos selber geschnitten, selber directed, selber aufgenommen. Es kam alles aus meiner Hand, so wie auch aus meinem Kopf. Und dementsprechend hat mir YouTube immer damals mehr gefallen. Erstens das, zweitens ist es lukrativer. Auf der Plattform YouTube kann man viel, viel besser verdienen als Content Creator. Dementsprechend kommen wir jetzt auch zur Aftermath, was eigentlich danach passiert ist. Ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, nachdem ich diese Nachricht bekommen habe und nachdem ich eigentlich realisiert habe, dass ich nicht mehr weiter YouTube machen kann, für einen gewissen Zeitraum. Und nachdem ich gecheckt habe, dass ich auch kein Geld mehr damit verdiene, ging es bei mir extrem bergab. Nicht nur geschäftlich, sondern auch privat, weil ich da einen absoluten Tumult hatte, dass ich dann wieder zurück nach Deutschland gekommen bin mit meinem letzten Geld und ich dann arbeiten gehen musste. Ganz normal 9 to 5, ich küsse eure Herzen. Ich musste mich dann komplett so neu aufbauen,
was auch mit einer der schönsten und besten Sachen war, die mir passieren konnte, weil ich am Ende des Tages dadurch eine extrem große Wertschätzung von Geschäften sozusagen gelernt habe, also in meiner Gemütlichkeit, in Content Creation, weil es doch eine Sache ist, die ich sehr, sehr gerne mache und die ich sehr, sehr gut kann. Und dementsprechend ist es wirklich ein Geschäft, was sehr, sehr lukrativ für mich am Ende des Tages ist. Und wenn dir dann YouTube so weggenommen wird, dann ist es so ein kleiner kreativer Crash, so. Du darfst nicht mehr machen. Und ja, Freunde, das war eigentlich die Story zu meinem Kanal. Ich habe mich jetzt dafür entschlossen, mit dem Kanal abzuschließen. Den Kanal wird es auch in naher Zukunft nicht mehr geben. Ich werde ihn löschen. Alle meine Abonnenten, die da drüben sind, werden für immer weggehen. Und ich starte jetzt diesen Kanal, Altimuber, von null auf. Und ich freue mich extrem auf die Zeit. Jetzt kommen wir zum Part, wo ich sage, was euch erwartet auf diesem Kanal und was nicht, bla bla. Am Ende des Tages werde ich diese Kamera überall mitnehmen, wo ich sie mitnehmen will. Das ist die erste Nische. Definitiv Videos werden euch erwarten, absolut. Zweite Nische wird auf jeden Fall Streaming sein, meine Damen und Herren. Ich habe vor, in naher Zukunft zu streamen in diesem Haushalt hier. So Gott will, das Equipment steht schon ready. Wir sind eigentlich so gut wie ready to rumble. Dementsprechend bitte ich euch, diesen Kanal kostenfrei zu abonnieren. Auf alte Zeiten. Und ich freue mich extrem, dass ich diesen Schritt jetzt gegangen bin. Dementsprechend trinkt viel Wasser. Ich küsse euer Herzen. Passt auf euch auf. Und ciao.